Ja, Leute, willkommen! Es geht wieder los mit einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir Outland. Es ist ein kleines Arcade-Game für die Xbox 360 und natürlich auf dem Xbox Live-Marktplatz erhältlich. Und es kostet so, lasst mich nicht lügen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Der letzte Stand meiner Erinnerungen ist so, 400 Microsoft Points. Und verlasst euch aber nicht drauf, ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall wären das so 5 Euro umgerechnet und ich finde das nicht viel. Und es soll auch ein cooles Spiel sein. Aber davon werden wir uns jetzt erstmal selbst überzeugen. Ich halte am besten keine langen Reden und wir starten mal ein neues Spiel. Okay, man kann es auch im Koop-Modus spielen online, das ist schon mal cool. Und wir spielen natürlich erstmal den Einzelspieler-Modus. Ihr seht, ich habe das Ganze noch nicht einmal angezockt. Das ist jetzt komplett neu alles für mich. Und wir starten. If you listen, I will tell you of a man lost in his world, haunted by dreams of legend. Medicine could not help him. Visions drove him on. A shaman he sought, a teacher and a mystic. The Pal Kaba, who could make sense of these visions, who would heal him. He found the seer, collapsed at his fireside, and listened as he was told the ancient truth. Stories of a great wheel endlessly turning. Of two sisters who helped make the world and then sought to shatter it. Imprisoned by a hero, a soul waiting through the ages, eager to be reborn. His time has come again. But so has theirs. And the earth trembles in fear. Ja, Leute, und los geht's. Wir sind der Held, der mal wieder die Welt retten muss. Das wohl älteste Spielprinzip. Auf jeden Fall können wir schon mal springen. Und was euch und mir natürlich gleich zuerst aufgefallen ist, ist dieser wirklich geniale Grafikstil. Also er gefällt mir wirklich super. Das ist wirklich einer der Gründe, warum ich mir dieses Spiel geholt habe. Und ich habe einmal nur 30 Minuten Ingame gesehen, sonst überhaupt nichts. Deswegen ist das jetzt alles neu für mich. Yeah! So, und dann wollen wir mal unseren Weg hier fortsetzen mit ein paar Sprungeinlagen. So, das ist alles noch relativ einfach. Oh Gott, was ist denn das? Oh nein, da hätte ich doch bestimmt hochgemusst. Na, ich will das haben. Oh, nö, ich will das haben. Ich bin so einer, der muss alles haben. So, wir sammeln natürlich alles ein, was wir finden. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht so begabt in solchen Spielen und neige dazu sehr oft zu failen. Und was haben wir eingesammelt? Ein Zeichen der Götter. Super, ich weiß nicht, was uns das bringt, aber es ist toll. Ich freue mich. Und da unten sind Stachel, aber wir haben hier ein kleines Übergangsmittel. So, springen wir jetzt mal gekonnt herauf. Ja, ich bin nicht so begabt in solchen Spielen. Und, oh Gott, hüte dich vor den Energien der roten Schöpfung. Und ich habe nicht zu Ende gelesen. Ja, ich nehme an, wir dürfen diese Dinger nicht berühren und das machen wir einfach mal. Yeah. So weit, so gut. Also, am Anfang ist es noch relativ einfach. Yeah, aber es spielt sich auch total cool. Es macht richtig Spaß, mit dem hier rumzuhüpfen. So. Ah, oh, dieser Grafikstil ist wirklich herrlich. Yeah! Oh Gott. Da oben war eine Leiter, da will ich hin. Ja, gibt's doch bestimmt wieder irgendwas versteckt. Yeah! Ah, oh, da kommt schon gleich wieder der Entdeckerdrang in mir hoch. Ich muss alles finden. Ja, wir sehen da oben links ist unsere Energieanzeige, wie es scheint. 3 Herzchen haben wir. So. Oh, was ist denn das hier? Schmetterlinge. Gott, was ist das? Dieser Wegpunkt markiert deine Reise. Kontrollpunkt. Ah, okay, das ist cool. Ein Kontrollpunkt. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können immer wieder von hier starten. Leitendes Licht. Ein magisches Licht bewegt sich in der Welt umher und leitet dich auf deiner Reise.
Oh, das ist toll. Das sieht aus wie Schmetterlinge und nicht wie ein Licht. Na gut, wir folgen ihm mal. Folgen wir dem magischen Licht, das uns durch diese Welt führt. Und weichen diesen Dingern hier aus. Oh, sehr schön. Nein. Ja, ihr merkt schon, also ich bin da nicht so begabt in diesen Dingen. Und ich habe einen Hebel gedrückt. Einen Schalter. Ich habe für dieses Spiel schon einen Counter wieder vorbereitet. Und den werdet ihr dann sehen, sobald ich einen Fail hier mache, was wahrscheinlich schon bald passieren wird. So. Also ich muss mich erstmal wieder an sowas gewöhnen. Ich habe schon lange nicht mehr so eine Spiele gespielt. Ah! Oh Gott, es wird ja peinlich hier für mich. So. Also, ihr könnt euch gar nicht denken, wie doof ich mich bei so einem Spiel anstelle. Und da seht ihr es auch schon, der erste Fail. Oh Gott, ihr könnt mich wirklich peinigen. Das war schon peinlich. So, gut. Das habt ihr jetzt alle nicht gesehen. Wir schütteln uns nochmal aus und machen das Ganze nochmal und lassen uns nochmal vom Licht leiten. Und diesmal ohne in den Tod zu stürzen. So. Ich kann mich noch erinnern an Mega Man. Oh mein Gott, ich habe dieses Spiel verflucht. Es ist eigentlich total cool. Aber ich habe es nie wirklich zu Ende gezockt oder so, weil nach ein paar Minuten Spielen bin ich total verzweifelt zusammengebrochen und habe es aufgegeben. So einer bin ich, ja, ja. So, wie komme ich denn jetzt hier wieder zurück, ohne dass mich diese Dinger treffen? So, das war doch schon gekonnt da. So kann es sich sehen lassen und so folgen wir weiterhin dem Licht. Oh Gott. Wunderschön, diese Neonlichter auch noch. Alles so herrlich. Ah, und immer Ausschau halten hier nach geheimen Orten, die ja hier offenbar zu finden sind. So. Oh, das sieht alles so herrlich aus. Ich will hier hoch. Da komme ich bestimmt gleich hoch. Yeah! Hier ist doch irgendwas. Das will ich kaputt machen. Okay. Da kommen wir wahrscheinlich noch nicht hin. Das heißt, wir müssen leider erstmal hier weitergehen. So. Hier rauf. Und immer dem Licht hinterher. So. Alles ganz vorsichtig. Ah, okay. Schock. Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Da war ich geblendet. Das Licht, das ist so schön. Ich muss hinein. So. Weiter geht's. Die Kamera zeigt mir den Weg nach oben. Aber ich wette, da unten ist bestimmt irgendwas Cooles versteckt. Ich muss da mal gucken. So, nochmal von der Seite. Oder? Kann man hier runter, ohne zu sterben? Ja. So. Schauen wir hier weiter. Oh Gott. Ich würde mir wünschen, dass ich die Kamera irgendwie bewegen kann, um zu sehen, ob da was ist. Ich will jetzt hier nicht runterfallen. Na, super. Und einmal für nichts hierher gekommen. Ja, hier kommen wir auch nicht lang. Am besten gehe ich gleich erstmal den offensichtlichsten Weg. Ich glaube, hier wird uns noch so einiges versperrt im Moment. Kann man die Dinger berühren? Ja. Es sind nur harmlose Sträucher. Ja, man muss sich erstmal in diese Welt hier hineinfinden. Juhu! Way! Level up! Nahkampfangriff! Du kannst Gegner jetzt mit X angreifen. Auch von Leitern aus. Cool. Ihnen mit Düdüdüm und einen Aufwärtshaken verpassen und blololololo. Ja, das ist doch schön. So. Das heißt, wir haben jetzt eine Waffe bekommen. Sieht aus wie ein Stock oder ein Schwert. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall können wir uns jetzt gegen Gegner wehren. Das heißt, gleich wird die Action beginnen. Und jetzt können wir diese Dinge auch kaputt machen. Heißt das, ich kann jetzt zurücklaufen und diese tollen Orte da nochmal besuchen? Ja. Nein, kann ich nicht. Oh Gott. Schade. Zumindest verlangt das Skill, den ich hier nicht besitze. So. Einfach mal planlos hier runtergeschoben. Zack. Die Dinger kann man kaputt machen. Ah, okay. Und dort ist ein Herz. Und links unten haben wir auch eine Anzeige gerade gesehen. Ich weiß noch nicht, was das war. Wir haben irgendwas eingesammelt. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal alles. Ah, da kommt irgendein Insekt. Zack, zack, zack. Ja, das ist doch wunderbar. Ein bisschen Kampf-Action hier. Also, das Spiel gefällt mir schon auf Anhieb. Muss ich sagen. Es ist wirklich alles toll. Ah, eklige Insekten. Eklig. So, da geht's weiter. Aber bestimmt gibt's hier oben wieder was total cooles. Ah, nein. Hier kommen wir her, glaube ich. Ah, okay. Dann gehen wir wieder den Weg zurück. Dann müssen wir bestimmt bei dem anderen entlang. Oh Gott, da hat's uns erwischt. So, ich bin gespannt, wofür diese komischen Dinger sind, die wir hier einsammeln. Folgen am besten immer dem Licht. Das Licht ist allwissend und wird uns schon den richtigen Weg zeigen.
Hoffe ich. Bäh. Oh Gott. Von beiden Seiten angegriffen. Aber natürlich kein Problem für den Helden, der die Welt retten muss. So, wir räumen diese Barrikaden hier beiseite und stürzen hinunter in die Tiefe. Und weiter geht's. Bäh. Zack, zack, zack. Insekten schnetzeln. So, schnell das Ding holen. Da, gekonnt ausgewichen und gleich gekontert mit ein paar Schlägen. Die Dinger will ich jetzt aber haben. So, wir lassen hier nichts liegen. Und dann geht's weiter. Ursprung. Initiationsreiten oder so ähnlich. Riten wahrscheinlich, nicht reiten. Yeah, wir können sogar das Gras hier kaputt machen. Boah, ich habe schon ganz schön viel gesammelt von diesen Dingern. Frag mich, wozu die gut sind. Naja, das werde ich bestimmt noch erfahren. So, klettern jetzt mal hier ganz vorbildlich hier runter. Vergiss nicht. Ja, ja, das kann ich noch. Das habe ich noch in meinem Kopf. So lange hat das nicht. So lange ist das nicht her. So, wir machen jetzt erstmal diese Dinger hier kaputt. Damit die uns auch nicht auf unserem Wege behindern. Oh, ein Herz, wie toll. Na, okay, wir können auch bestimmt von hier oben auch. Zack, genau, aus der Luft holen wir sie. Und auf dem Boden machen wir sie K.O. Okay, wir können sie hier runterschlagen und dann sind sie für kurze Zeit wahrscheinlich ein bisschen K.O. Wir sehen noch die Sternchen. Ah, da fallen sie ja runter. Die jage ich jetzt aber nicht. Ich will hier erstmal ein bisschen gucken. Zack. Wunderbar. Dann können wir auch schon hier hochspringen. Ach so, dieses Teil, da soll uns symbolisieren, wie wir nach oben schlagen können. Das habe ich gar nicht gecheckt. So. Yay! So, wo zeigt uns denn das Licht? Wo ist denn das Licht? Das Licht, das uns führt. Ich will ja immer dahin gehen, wo das Licht nicht ist. Denn ich will ja alles entdecken hier. So, ein bisschen einsammeln von diesen Dingern. Oh Gott. Ah, da ist wieder so eine... ich habe schon vergessen, was das war. Eine Götter-Dingsbums. Wer auch immer, wie auch immer. Ja, wir kommen hier scheinbar noch nicht durch. Oder zumindest weiß ich nicht wie. Aber vielleicht lernen wir ja gleich noch irgendwie was. Eine neue Fähigkeit, wodurch wir da hineinkommen. Dann gehen wir doch erstmal nach oben, oder? Obwohl, hier oben ist ja gar nichts. Das heißt, wir brauchen hier auch nicht lang. Es sei denn, wir wollen uns in diesem wunderbaren Laubregen stellen und uns erfreuen. Ah, hier ist doch eine... Oh Gott. Eine durchsichtige Fahrstuhleinrichtung. So. Die können wir leider nicht benutzen. Das heißt, der einzige Weg führt uns nun hier runter. Und da kommt auch schon ein nächster Gegner aus dem Boden heraus. Den wir gleich wieder zurück in den Boden befördern. Wow. Oh Gott. Schock. So, ich gehe erstmal. Wow. Okay, von allen Seiten hier bedrängt. Mit Stacheln, die aus dem Boden kommen. So. Zu langsam. Wow, hier ist ein Gegner. Den habe ich gar nicht gesehen. Erstmal kaputt machen. Wow. Oh Gott. Whee. Ja, das war... schon mal nicht schlecht. So, gibt es hier noch irgendwas? Nein. So, und jetzt gehen wir in die andere Richtung, denn hier scheint es ja offenbar nicht weiter zu gehen. Yeah, wir können eigentlich rüberspringen, ist ja kein Problem. Hier bin ich ein bisschen vorsichtiger. So, halten uns jetzt mal hier an der Decke fest. So, und dann sind wieder diese tollen neonfarbenen blauen Kügelchen. Au, verdammt. So, schnell. Gutes Timing ist hier gefragt in diesem Spiel. So. Und dann gehen wir mal hier hoch und... Wuhu! Oh Gott, es sah wieder knapp aus. Oh, und wir werden wieder im Lichte baden. Scheinbar ist es immer, wenn wir in so eine Lichtquelle hier kommen, an diesem heiligen Ort, oder was auch immer das ist, erlernen wir eine neue Fähigkeit. So, jetzt können wir bestimmt durch kleine Öffnungen durch. Genau, du kannst mit... Bla bla bla. Gut, das machen wir doch mal. Yeah. Ich will aber zurück. Na gut, auch da werden wir bestimmt gleich wieder hinkommen. Juhu! Und weiter geht's! Ein Kontrollpunkt! Das ist doch toll. So, dann werden wir hier mal durchgleiten. Bäh, schon wieder so ein Gegner. Oh Gott, die haben sich aber hier auch wieder vermehrt bis zum geht nicht mehr. Oh Gott, das war nicht klug. Das war ganz und gar nicht klug. Oh Gott, ich habe nur noch ein Herz. Aber okay, da oben war ja ein Checkpoint. Das ist schon mal okay. So, wir gleiten jetzt hier ganz cool durch. Dann will ich da hoch. Vielleicht ist da ein Herz drin. Nein, natürlich nicht. Geld, was man natürlich braucht. Ich nehme mal an, das ist jetzt Geld. Okay. Gut, dass die Dinger nicht schießen können. So. Attack! Boah, mit einem Schlag geschnetzelt. So. Wir können hier unten durch. Aber ich will nochmal oben lang gehen. Oder nein, wir gehen erstmal unten lang. So,
So, hier gibt es bestimmt auch ein Herz. Wunderbar. Und schon haben wir wieder volle Energie. Das ist doch sehr gut. So, jetzt schauen wir aber nochmal, was da oben ist. Außer dieser Gegner. So. Gott, da oben ist schon wieder ein Kontrollpunkt. Deswegen gehe ich erstmal unten lang. Oh, erstmal den anderen Weg. So, hier düsen wir jetzt durch. Und da springen wir gleich rüber. Aber erstmal machen wir das Ding hier kaputt. Zack. Wuhi. So. Das läuft doch hier locker und flockig von der Leber weg. So. Hier runter und gleich mal... da kommt es schon wieder. Zack. Bam. Gott. In your face. Zack. Das hält uns nicht auf. Und schon wieder haben wir eine tolle Skulptur bekommen. Wovon ich auch nicht weiß, wofür die da ist. Vielleicht ist es auch nur ein Sammlerding. So. Okay. Yeah, das macht Spaß. Okay, weiter geht's. Und jetzt geht's weiter nach oben. Yeah. So langsam läuft's schon besser. So langsam habe ich mich hineingefunden in dieses Spielprinzip. Boah. Okay. So. Kein Problem. Und nochmal. Yeah. So, da unten geht's weiter. Und weiter geht's. Schon werden wir wieder angegriffen. Also, ihr merkt das Spielprinzip. Wir schlagen uns jetzt langsam und aber sicher durch die Areale. Und schnetzeln ein paar Gegner nieder und müssen diesen blauen Kügelchen ausweichen, die uns hier gefährden. Okay, diese kleine Passage ist ein bisschen gefährlich. Aber mit, oh Gott, wir können nicht von unten durch hier durchspringen, was ich jetzt hier gedacht habe. So, aber kein Problem, wir schaffen das auch so. Zack! Und gleich weiter darüber. Und dann sammeln wir das da oben ein, was auch immer das ist. Für Aktivierung Schalter betätigen. Nein, das ist nicht gut. Gut, da müssen wir wahrscheinlich erstmal auf die andere Seite. So, gleich mal rüber. Okay, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Okay, waren wir hier schon mal? Ich weiß es gar nicht. So. Ah, ich glaube, hier kommen wir her. Okay. Ja, von hier kommen wir. Das heißt, ich sollte doch wieder hier einen Weg suchen. So. Die Herzen verschwinden auch nicht. Das finde ich schon mal schön. Tön. Ja, jetzt bin ich schon... Ach, da oben ist der Schalter, oder was? Ah, nee, doch nicht. Leute, was soll ich tun? Ist das der Schalter und ich hätte da einfach nur gegenschlagen sollen? Oh Gott, das wäre ja peinlich. So. Machen wir das doch mal. Das ist eigentlich das Erste, was man tut. Wenn man irgendwas sieht, dagegen schlagen. Ja, man sollte natürlich auch treffen. Yeah, das war wirklich das Rätsels Lösung. Okay, Fallschaden haben wir schon mal nicht. Das ist gut zu wissen. Das heißt, es kann uns nichts passieren, wenn wir von oben hinunterfallen in die Tiefe. Ursprung. Scheidewege der Welt. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist doch ein wunderbarer erster Eindruck von dem Game. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Und im nächsten Part werden wir uns dann hier weiter durchschlagen. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.